Schick, schick, schick. Da oben ist ein Rest von der Brücke. Also schön aussehen tut das hier auch schon alles. Das ist schön, ja. Ist schon schick, ist schon schick, schick, schick. Also wenn die wirklich alle hier lang sind, Respekt. Wofür habt ihr die eigentlich, wo habt ihr diese ganze Bergsteigerausrüstung alle her, Leute? Nee, wirklich, ganz im Ernst. Ich meine, wer baut solche Wege, wenn er Verletzte lang schleppen will? Du sollst da nicht dran ziehen, Alter. Hier ist direkt so ein Pfosten. Hm. Ja, ich hatte noch nicht nah genug. Schon verstanden. Also entweder haben sie den Weg hinter sich gesprengt. Oder aber ich wüsste echt gerne, wie die das gemacht haben. Da so schnell hinzukommen alle. Und wir sind alle geklettert, wer weiß das schon. Mitsamt Vorräten und Kisten und allem möglichen Kram. Sehr tief geflogen. Noch überall geschossen. Nein. Ich würde sagen, es ist zu spät. Egal, die Kiste kann ich noch looten. Das kann ich noch lesen. Die Kreaturen dieses Tals waren uns einst unbekannt. Aber jetzt sind sie ebenso unsere Brüder und Schwestern wie jeder Blutsverwandte. Ihr könnt viel über die Kreaturen des Tals von den Jägern lernen, aber für sie ist der Tod von Wert. Wir müssen auch die Geschenke unserer Brüder erkennen. Wenn sie noch leben. In den Nestern der Vögel findet ihr Federn, die die Pfeilmacher gebrauchen können. Bittet um das, was ihr braucht. Das Tal gibt es euch. Total die Öko-Freaks hier, Alter. Mindestens noch Veganer. Pfeile. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zu. Ich würde sagen, da fehlt noch was. Ja, alles Öko-Freaks hier. Ich hab's euch gesagt. Das hat man davon, wenn man Veganer ist. Das passiert damit. Ein Spaß. Eine Nase juckt. Ah. Die Strafe für diesen schlechten Scherz. Oh, Öl. Oder ein Kürbis. Nein, Münzen. Hä? Nein, ein Kürbis. Nicht schießen! Ein Befehl. Schwärmen wir aus.
würde sagen, Alter, treffe ich den Kopf heute nochmal? Wir können mal Rauchgranaten werfen. Wir haben mehr von euch erledigt. Ah, da ist noch einer. Wenn ihr die Leute alle umbringen müsst, dann gebt mir wenigstens euer Loot. Klom, Schepper. Okay. Hier bei Shepard schießt und explodiert irgendwas. Wir haben alle Zeit der Welt und suchen das mal alles ab und looten in Ruhe. War das nur zwei? Okay. Voll Hammer. Alter, was machen die da oben? Dass die das nicht gemerkt haben. Die waren wahrscheinlich so damit beschäftigt, die Leute dazu erschießen, dass sie sich dachten, ach, das ist normal, dass unsere eigenen Leute sterben, wenn die mal den Abzug drücken. Reflektieren manchmal ein paar Kugeln und dann war es das. Das Doofe ist, wenn da drei, vier Leute drumherum sind, kann es doch gar nicht schnell genug sein. Die Leute, die sie erschießen wollen, zu erschießen, um sie zu retten. Zu retten. Und Münzen. Ui, das habe ich nicht gesehen. Aber auch nicht rot markiert, also war kein. Hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam an. Augen aufhalten. Lautloser Kill, die schreien wie am Spieß, weil sie gerade gekocht werden. Okay, mein Freund, du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Warum, wenn wir dich weiter trugen, bis du aufhörst zu atmen? So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Angriff, wir werden angegriffen. Schweine. Mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Wie unauffällig im Hintergrund diese kaputte Wand war. Ich komme klar. Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen.
Diese zerbröselnden Wände, wenn die so auseinanderbröseln, die Steine, dann kannst du auch einfach gegenpusten. Das war's dann schon. Da brauchst du gar nicht groß mit deiner Spitzhacke dran rumfrickeln. Was war das denn jetzt, Lara? Oh, jetzt bist du eigentlich komplett bescheuert. Ja, ist sie. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Da sind wir sicher. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Dynamit oder was? In Hightech-Form. Was hängt denn da in ihrem Bauch drin? Ach, das ist die Sehne vom Bogen, die nicht am Bogen dran war während der Animation. Läuft natürlich. Das war alles in Ruhe, looten und anschauen. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Also für mich sieht das nicht aus wie ein Hirsch mit dem Rüssel da vorne dran. Eher wie eine Mischung aus Ameisenbär und Hirsch und Katze oder so. Von der Tür! Easy. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Granatenpfeile herstellen. Nutze das Inventarmenü, um Granaten herzustellen. Also ich habe jetzt Feuer und Granatenpfeile, okay. Da sind wir gerade hergekommen. Okay. Ob man die Granatenpfeile auch gegen gepanzerte Gegner einsetzen kann? Wird bestimmt lustig. Eigentlich sollst du das da lesen. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Dunklen Orten, feuchten Orten. Scheidenpilz. Ja, meine Witze waren schon besser. Also über diesen einen Balken da vorne balanciere ich drüber, als wenn ich sie höre. Und hier schleicht sie jetzt mit mindestens doppelt so viel Platz ganz langsam dran vorbei. Lara, ich bin hier. Wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie zwingend die Aufmerksamkeit auf dich. Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Ja, genau, das haben die bestimmt nicht gehört.
Scheiß machst du? Hä? Hier ist doch keiner mehr. Was hat die für ein Problem, die Tante? Die Leute alle einsammeln. Wir haben ja die Zeit der Welt hier. Oh. Alle Zeit der Welt, wollte ich sagen. Warum stehen die auch immer in den solchen Fässern rum? Das macht gar keinen Sinn. Macht sowas. Außer irgendwelche Leute von Trinity jetzt. Da komme ich mit der Shotgun. Vielleicht das lieber ist. Dum, 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 dum. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Ihr habt einen von mindestens zwei Helikoptern abgeschossen. Das würde Plura nämlich keinen Sinn machen. Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt, haltet durch. Schon unterwegs. Okay, erstmal hinsetzen. Lagerfeuer schon. Wir die Fähigkeiten durchgucken. Ne? Also Trinity überrennt den Turm. Die warten bestimmt, bis ich da bin. Was haben wir hier noch so Schönes? Verbessert die Granatenpfeile um. Oh. Okay, geil. Verbessert die ganzen Pfeile, finde ich gut. Waffen-Upgrades. Naja, fast alles upgraden. So. Ja, mit der Pistole kämpfe ich irgendwie am häufigsten. Maschinengewehr nur, wenn es schnell gehen muss. Sagen, Schnauze da hinten jetzt. Reicht aber mal. Dass einer auf Assassin's Creed werden oder was? Irgendwie nicht, wenn ich in meinem Ego-Shooter-Modus bin, du. Funktioniert.